So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier aus dem Auto aus Südfrankreich Richtung Barcelona in España. Eben noch schief angeguckt von der Polizei, von der Gendarmerie hier in der Nähe von Marseille. Sind wir jetzt auf dem Weg? Ja, sieht man alles. Ich weiß, alles ein bisschen improvisiert. Auch mit den Mikrofonen hier, ich denke, man hört aber alles und man sieht alles. Ja, dann stellen Sie sich auch mal vor, hier zu meiner Rechten. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg nach Barcelona, weil die Mrs. AS unbedingt zum Corgi-Kaffee wollte oder möchte. Mal gucken. Also laut Beschreibung. Ist Corgi Café nur 3 Minuten Fußmarsch entfernt von unserer Wohnung. Also ich bin mega gespannt. Das war aber tatsächlich Zufall. Aber es soll ja jetzt nicht um das Corgi Café gehen, sondern wir wollten von unserem Business-Trip nach Cannes berichten. Und zwar ist das der Grund, warum wir hier an der Côte d'Azur waren oder eben in Südfrankreich gerade sind, weil wir hier ein Event unserer Partnerfirma hatten. Und das war jetzt nur ein kleines Event. Es gibt eigentlich 2 größere Events im Jahr, für die man sich definitiv als bezahlte Reise qualifizieren kann und mehrere kleinere. Und das hier war jetzt ein kleineres Event, was im Prinzip für Europa gültig war. Und das ist der Grund, warum wir hier sind oder hier waren. Und ja, also ich muss sagen, ich war mega, mega beeindruckt und geflasht. Obwohl, man muss dazu sagen, wir sind ja jetzt schon 7 Jahre mit der Partnerfirma unterwegs und wir waren ja echt auch schon in Arizona, Scottsdale, dort im Headquarter. Ja, waren da eine Woche auf Trainings, was natürlich auch mega beeindruckend war. Aber auch das fand ich, war jetzt mal wieder so ein Highlight, wo ich echt, also ich finde, Forever schafft es einfach, solche Goosebumps-Moments, aber auch solche Breathtaking-Moments zu schaffen, oder? Was meinst du? Ja, aber ich meine halt wieder von allem, was da war. Ne? Auch jetzt mal schon mal vorweggenommen, ich weiß nicht, ob du darauf zu sprechen kommst, die Taube, also die taube Dame. Also ja, die ohne Gehör. Grandios. Oder 80 oder 90 %. Durch einen Unfall auf der E80 vor der Ausfahrt 28 kommt es zu einer Verzögerung. Du kannst die Unfallstelle vermeiden und 8 Minuten schneller sein. Ja, also wenn man jetzt mal anfängt, alleine bei der Location. Ne? Also ich meine, klar, wenn man schon hört, kann an der Côte d'Azur oder kann generell, jeder kennt, denke ich mal, kann irgendwo von einem Filmfest spielen, auch wenn er nicht weiß, wo es unbedingt ist. Ich meine, das ist ja schon mal mega eigentlich, ne? Aber ich muss ehrlich dazu sagen, ich war noch nie in Cannes, ich war noch nie an der Côte d'Azur. Ich bin auch ehrlich gesagt eigentlich nicht so der Frankreich-Fan. Aber das war so ein Moment. Also trotzdem ist es ja erstmal grandios, dass man hier ein Event hat, weil das ist ja schon ein besonderer Ort, wo im Prinzip Menschen der ganzen Welt davon träumen, hier mal herzukommen und sich das mal anzugucken. Und wenn man dann noch weiß, dass wir diese Veranstaltung im Filmfestspielehaus haben, also quasi in dem Haus, also in dem Kongressforum, wo wirklich die Filmfestspiele auch abgehalten werden in Cannes, dann ist es ja nochmal krasser. Aber ich finde, wenn man dann einfach, falls ihr mal in Cannes seid oder in Cannes wart, ihr lauft ja bestimmt dann an das Filmfestspielehaus, es ist ja auch unten an der Promenade, also am Meer. Und wenn man da runterläuft einfach und sieht dann einfach ein mega fettes Plakat hängen von Forever, dass wir da eine Veranstaltung haben mit einem roten Teppich, über den wir dann quasi zur Veranstaltung laufen, ist es einfach schon mal so ein Moment, ohne dass man was von dem Event mitbekommen hat, wo man einfach, also finde ich, wo man einfach denkt, wow, oder? Ja, also für viele ist es mit sicherlich dieses Wow und Südfrankreich und jetzt sind wir hier und alles tut's mit und was weiß ich nicht. Ja, mich hat's, also die Gegend ja, aber ich
habe halt mit Film nicht so viel am... Wir filmen zwar hier, aber ich habe das so eigentlich nie verfolgt gehabt. Nee, ich auch nicht. Muss ich ehrlich dazu sagen, ich habe auch noch nie was gehört über die Filme. Ganz kurz, also, ich muss hier einmal Peage einmal bezahlen. Also ich habe mir das... Ja, also ich kenne auch... Ich kenne, wie gesagt, wir waren hier noch nie. Ich kannte dieses Filmfestspielehaus auch nicht. Ich habe auch nie diese Filmfestspiele verfolgt. Aber im Prinzip, wenn man einfach das ganz sieht, kurz, für die kurze Strecke, die wir gefahren sind, ne? 17,50 Euro. Boah. Ja. Ja, also wenn man das so sieht, trotzdem war es für mich so ein Moment, wo ich wirklich Gänsehaut hatte. Und vor allem, wenn man weiß, diese Firma besteht schon seit über 45 Jahren. Und das ist ja jetzt nur so ein kleines Event, wo du so einen Moment hast. Ich meine, es gibt, wie gesagt, im Jahr zwei Events auf jeden Fall, wo solche Wow-Momente geschaffen werden. Ne? Also ich meine, jetzt Anfang des Jahres war unsere Jahresveranstaltung in Indien. Da waren die am Taj Mahal und so. Ne? Also das sind ja alles Sachen, wo man schon denkt, krass. Krasse Nummer, wirklich, finde ich. Ja, aber das war so ein Moment, wo ich einfach wieder dachte, wow. Also wirklich wow, was hier geschaffen wird. Also wir haben auch extra jemanden, der Nick, wie heißt er noch? Nick? Der Nick Woodward-Shaw. Ja, der beauftragt ist für diese Events. Also der macht, der organisiert nur diese Events. Und ihr müsst euch vorstellen, die Amerikaner, also ich finde, die Amerikaner sind ja sowieso richtig krass unterwegs. Ne? Also ich muss auch sagen, wenn ich so einen amerikanischen Film oder so eine amerikanische Serie schaue, finde ich, niemand auf der Welt kann diese Goosebumps-Moments in einem Film oder in einer Serie toppen. Ich finde, die Amerikaner haben das einfach drauf. Also ich finde alleine schon bei Filmen manchmal, wenn die so Slow-Mo laufen, so dieser Moment, wenn die Schauspieler, ne, in dem Film dann immer laufen und die Haare so wedeln und die passende Musik noch dazu. Also ich finde solche Momente... Dramaturgisch perfekt. Das ist einfach... Das sind einfach die Amerikaner, aber ist auch, ich meine, wir sind ja sowieso schon öfter in Amerika gewesen und total die Amerika-Fans und ihr müsst unbedingt mal dort in die Universal Studios gehen. Also alleine diese Universal Studios, jedes Fahrgeschäft, wie dieser Park aufgebaut ist, also dieses alleine in den Park zu laufen, ist schon ein Erlebnis, weil die es schaffen, einfach schon während du da läufst, solche Gänsehautmomente zu schaffen. Also wenn ich daran denke, wirklich, wo wir in Orlando waren und da ist die Harry Potter Welt und du läufst einfach in diesem Park und dann hörst du links von dir einfach so diese Harry Potter Musik und dann siehst du aber nur eine Wand und dann musst du erstmal suchen und läufst dann so links um die Wand, rechts um die Wand und stehst einfach mitten in der Winkelgasse. Es ist abartig, das ist so der Hammer, was die Amerikaner schaffen. Ja, und der Nick, der schafft es eben auch. Ja, also man muss auch sagen, die haben ja auch ein gutes Social Media Team dahinter und ja, auch fähige Cutter und also was hier für Autos herumfahren, ne? Ein Traum. Also ich will ja auch nicht zu viel abschweifen. Genau, das war für mich auch nochmal ein kurzes Highlight, was wir hier schon so gesehen haben, dass ich auch so viele tolle Autos sehen kann. Aber ich war stehen geblieben bei der Taubstummen, also bei der tauben Dame, die nichts hören. Ich wollte jetzt erst noch mal drauf eingehen, auf die Show, okay, an sich, bevor inhaltlich. Wie du das empfunden hast, so diese Gänsehautmomente und so. Ja, also durchaus, ja. Ich finde es auch immer ganz toll, wenn das Executive-Team da ist und ja, die halt eben auch greifbar sind. Aber ich denke halt, das ist... wir kommen ja auch aus der normalen Wirtschaft, sagen wir es mal so, ne? Da kennst du die ja oben gar nicht. Da kennst du die vielleicht mal aus dem Manager-Magazin oder aus irgendeinem Rundschreiben, was mal in deinem E-Mail-Postfach landet, ja, auf deiner Geschäfts-E-Mail. Anders kennst du die ja nicht, aber wir haben die ja persönlich kennengelernt. Und ich finde, das ist ja schon jedes Mal einfach schon so ein Moment, wo du denkst, ey, das kann ich mir irgendwo eingravieren, weil es für mich nicht selbstverständlich ist. Klar, leben die auch davon, sich zu zeigen, ne? Aber ich finde, jede gute Firma sollte das halt eben machen und nicht so, wie man es vielleicht auch aus dem deutschsprachigen Raum kennt, ja, wo alles sehr anonym abläuft und wo alles sehr gesittet ist. Ne? Also nicht, dass die nicht gesittet sind, aber die wissen, wie sie ihre Leute zu entertainen haben. Definitiv. Und man sieht, dass sie auch richtig Bock drauf haben. Natürlich haben die auch Zahlendruck. Ja, ja, also das Ding ist, es ist natürlich trotzdem...
es ist trotzdem, wie auch in anderen Firmen, Zahlen, die zu bringen sind. Und das merkst du auch bei so Veranstaltungen, dass dann halt auch über so Themen gesprochen wird, aber es wird halt auf eine andere Art und Weise gemacht. Und aber jetzt nochmal zurückzukommen auf diese Gänsehautmomente. Man kommt in diesen Saal von diesen Filmfestspielen und ihr müsst euch das wirklich vorstellen, wie so ein riesen Kinosaal, der noch quasi wie so ein Balkon hat. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Balkon, oder? Empore, wie nennt man das? Also auf jeden Fall eine Loge. Also man könnte oben auch auf dem Balkon und an den Ärmeln sitzen oder eben unten in der Mitte. Und das ist einfach ein total dunkler Saal, aber der hat schwarz-rote Kinostühle. Aber ich habe solche Kinostühle noch nie erlebt. Also so bequem. Also richtig so aus Samtstoff. Und dann ist da eine riesen Bühne und eine riesen Leinwand logischerweise. Und dann gab es halt auch wirklich noch Show-Einlagen. Also man musste das ganze Zusammenspiel sehen, einfach von Musik, also von dem DJ, der da war, zusammen mit diesem Lichtspiel. Mit diesem, aber auch, wie nennt man das so, Rauch, was da hochkam? Ja, mit dem Dampfschwarz, also Trockeneis, ja, oder was die da... mit da so Trockeneis, und dann am Ende der Show kam einfach... Nein, Trockeneis, wie heißt denn das? Also, einfach so Rauch, diesen Nebeleffekt Nebel, da. Nebel, genau, sowas. Und das, der Nebel auch mit Licht, und dann kam halt noch Konfetti am Ende von der Show runter. Ich fand das schon, das Gesamtspiel einfach beeindruckend, weil ich mir denke... Zum Teil siehst du sowas noch nicht mal, wenn du auf ein Konzert von einem Künstler gehst, was da einfach mit allem in allem, also wirklich so sensorisches Marketing kann man es schon fast nennen, wie da gearbeitet wird. Also das alleine finde ich schon der absolute Hammer, ja, muss ich sagen. Und da muss ich sagen, vielleicht gab es so eine Veranstaltung auch mal in Deutschland, ja, wo so viel aufgefahren wurde, aber in den 7 Jahren, in denen wir... jetzt auch viele Veranstaltungen in Deutschland oder auch in Österreich besucht haben, wurde nicht so ein Aufriss gemacht, ne? Ja, die sind auch cool, die Veranstaltungen in Deutschland, Österreich. Also da ist auch schon, sage ich mal, mit Licht und DJ und so, das passt auch alles, aber natürlich jetzt kein Konfetti. Also diese Show, diese amerikanischen, ja, man muss aber auch sagen, dieses Konfetti, was da geschossen wurde, wurde auch passend in den französischen, ja, Farben blau, weiß, rot rausgeballert. Und also das war halt quasi die Fanfare zum Schluss. Ja, was ich halt auch noch mal cool fand, es gibt meistens noch mal so eine musikalische oder tänzerische Show-Einlage, und hier waren es einfach Ballerinas. Und das fand ich halt sowieso total cool, weil ich ja, man soll es nicht glauben, 10 Jahre im Ballett war und Spitzentanz. Und die haben den Cocon, oder heißt Cucu, Cocon, wie heißt es? Also die haben das auf jeden Fall getanzt mit diesen Cocon-Röcken, wie man die kennt. Und die waren auch unten drunter mit der französischen Flagge, also blau, weiß, rot. Also richtig, richtig geil gemacht. Und ich liebe sowieso diesen Cocon, ja. Also weil das halt eben bei uns auch immer bei den Veranstaltungen, also bei diesen, es gab immer so eine Jahresauftritt, sage ich mal, wo getanzt wurde. Und da haben das auch immer so eine Gruppe getanzt, ne. Also auf alle Fälle haben die Damen ziemlich gut, wie Emma Peel bei Al Bundy, die Hüften und die Beine geschwungen. Ja, mega. Bis hinter den Kopf haben sie die Beine getreten. Mega. Also alleine diese Ballettvorführung fand ich schon richtig geil. Ja, also ich meine, gut, in Frankreich, die sind ja eh bekannt dafür. Also das war alleine schon mega. Und das waren jetzt einfach nur mal so diese Show-Einlagen. Und dann, wenn man wirklich so auf die Sprecherparts eingeht, was für grandiose Sprecher da einfach waren und die einfach wirklich mindblowing nochmal sind, vor allem wirklich zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt kommen wir endlich zu dieser taubstummen Frau, die der Dommer schon zweimal angesprochen hat. Und zwar war das die Vize-Miss Frankreich, also die zweitplatzierte Miss Frankreich. Und sie war auch nur die zweitplatzierte, weil sie taubstumm ist und man gesagt hat, eine Taubstumme kann nicht Miss Frankreich sein oder Frankreich repräsentieren. Deswegen war sie in Anführungszeichen nur die Zweitplatzierte, weil eigentlich laut Voting wäre sie auf Platz 1 gewesen. Und die kam eben auf die Bühne und hat ihren Vortrag gehalten und hat eben erzählt, dass sie eben von Geburt an schon taubstumm ist und wie das für sie war, eben in der Jugend oder generell auch als im Kindesalter, also generell aufzuwachsen, und wie das für sie war. Dass man natürlich oft zu ihr gesagt hat, sie hat Wünsche gehabt und Träume, und man hat oft zu ihr gesagt, na, das kannst du nicht, weil du bist taubstumm.
Und sie hat sich aber diese Wünsche und Träume nicht nehmen lassen und hat gesagt, wieso kann ich das nicht? Ich kann nichts dafür, dass ich taubstumm bin. Dafür kann ich nichts, ich bin so geboren, aber ich kann an meinen Wünschen und Träumen arbeiten. Ich muss mir mal ganz kurz reingrätschen. Ja. Ich muss mal kurz hier erwähnen, ich habe es noch nicht im Vlog erwähnt oder in irgendeiner Aufnahme, aber wie unverschämt viele Blitzer gibt es denn hier in Frankreich? Ich habe noch nie so viele unverschämte Blitzer gesehen. Zum Glück noch nie so reingefahren. Aber das war einer meiner Magic Moments, also nicht Magic Moments, sondern Gold Nuggets. Wenn du sagst von Gänsehaut und was weiß ich nicht, was man da so erleben kann, wo sie halt eben einfach von ihrer Geschichte erzählt oder auch von ihrer Mama, die es einfach nicht akzeptiert hat oder nicht akzeptieren wollte, was die Ärzte so gesagt haben. Ne? Ja. Die wollten auch, dass sie unbedingt in eine normale Schule geht, nicht für auf die Sonderschule, wenn man so sagen kann. Ne? Und die Mama hat halt immer für ihre Tochter gekämpft und das hast du halt eben auch gesehen auf der Bühne. Ne? Die war, also sah sehr stolz aus. Ne? Das siehst du ja, ob es ein Mauerblümchen ist oder halt eben ein Mensch, der die Brust rausdrückt. Ne? Und so hat es halt eben auch den Eindruck gemacht. Und die ganze Quintessenz ist halt, an die Träume zu glauben, nicht immer alles nur zu verneinen. Ne? Manchmal, man begegnet ja oft auch so Aussagen, vielleicht aus dem Bekanntenkreis, träumst du noch oder das wird niemals was. Ja, das sind immer nur seine oder ihre Limitationen, nicht deine. Genau. Da finde ich, ist halt eben echt die Quintessenz gewesen, das rauszunehmen. Ne? Ja, vor allem, wo ich dann wirklich, wirklich nochmal so richtig Gänsehaut bekommen habe, ist als Aiden O'Hare, also unser CEO von Forever, auf die Bühne kam und einfach sich mit ihr in der taubstummen Sprache unterhalten hat. Aus dem Nix. Jetzt packe ich es gerade nicht mehr, habe ich gedacht. Ne? Wie krass ist es bitte, dass der sogar die taubstummen Sprache kann? Also da war ich einfach nur noch sprachlos, da konnte ich wirklich gar nichts mehr sagen. Da war Ende Gelände. Also das war auch so ein richtig krasser Moment. Und was ich auch so beeindruckend fand, ist, man hat die weltweite Nummer 1 aus Japan, Honami heißt sie. Die hat Power, die hat Saft, ey. Die haben wir, also die war auch da. Und ihre Geschichte ist auch einfach grandios, also die ist seit 10 Jahren bei Forever und hat mit 26 angefangen und hat gesagt, ja, sie war eben skeptisch, so wie ihr alle da draußen skeptisch seid, so wie wir alle skeptisch waren und wusste nicht so recht, wie sie es machen soll und überhaupt und tralala und hin und her. Aber de facto ist es so, dass in Japan die Selbstmordrate sehr, sehr hoch ist und dass jeder 20. Japaner sich tatsächlich umbringt. Das hat sie nochmal erwähnt. Und sie wollte etwas schaffen, was positiv für das Land ist, was den Menschen in Japan einfach Glück bringt oder die fröhlich macht oder sonst was. Und dann hat sie ihren YouTube-Kanal gegründet. Und in ihrem YouTube-Kanal geht es um das Thema Mindset, um positives Mindset, um glücklich sein, um eine Gemeinschaft schaffen. Und sie hat gesagt, ihre große Vision ist es eben, eine Gemeinschaft zu schaffen. Also quasi, wie soll man das sagen? Also die haben so eine Depression in Japan, also so einen krassen Druck, dass sie, wie gesagt, jeder 20. bringt sich um. Und sie wollte eben eine Gemeinschaft schaffen, in der die Menschen quasi glücklich, also in einem Umfeld sind, das glücklich ist. Und die Frau hat einfach, ihr müsst euch das vorstellen, 300 Vollzeitkräfte in ihrem Team. Also nur Vollzeitkräfte. Also Vollzeitkräfte heißt auch Vollzeitkräfte vom Gehalt her. Ne? Also die wirklich so ein volles, komplettes, also die hauptberuflich mit Forever arbeiten. Hat die über 300 First Lines, ne? Also die sie direkt unter sich hat. Natürlich bis in die Tiefe sind es natürlich noch viele, viele mehr und hat es wirklich geschafft, also meiner Meinung nach hat sie es jetzt schon geschafft, einfach nach, also in ihrem Land einfach, ihr müsst euch das mal vorstellen, also wie krass ist es bitte, wenn sich jeder 20. in dem Land umbringen möchte, also ihr müsst euch mal vorstellen, wie, bei uns ist die Stimmung schon scheiße, ne? Also ich sage ja immer, bei uns ist auch immer so,
alles so depressiv und alles so schlecht und so, ne? Aber wie scheiße ist die Stimmung in dem Land, dass die Leute sich wirklich den Strick nehmen? Und die Frau hat es einfach geschafft, dass die Leute eine Perspektive haben, dass die eine Hoffnung haben, dass sie eine Community haben, die positiv ist und die nicht nur dafür sorgt, dass die Leute ein Essen auf dem Tisch haben und ihre Kinder zur Schule schicken können und Bestleistung bringen können und vor allem reisen können, sondern die schaffen es auch, sag ich mal, also sie schafft es auch, da einfach eine positive Community zu haben und einfach Menschen vorm Selbstmord zu retten. Also das ist doch schon Wahnsinn. Ja, das ist halt Wahnsinn. Das ist halt echt, wir haben ja, also wenn du denkst, dass wir hier in Mitteleuropa oder in Deutschland Erfolgsdruck haben, die Japaner sind ja komplett anders unterwegs, ne? Aber auch die Südkoreaner, die halt eben richtig. Also es gibt Leute, die gehen echt nur arbeiten. Das war's. Die haben dann nichts mehr vom Leben. Ne? Was ich aber jetzt aber auch wieder anmerken will und muss, guck mal, wir waren ja in Cannes und was weiß ich nicht, wir haben Saint-Tropez gesehen und Monaco und was weiß ich nicht alles. Und ich sehe halt, guck mal, man kann ja eine gute Zeit haben, sich dabei weiterentwickeln, sich dann so eine Veranstaltung geben und dann guckst du einfach links und rechts, wie die Leute einfach ja nichts machen, ne? Die gehen hin, wollen sich vergnügen, das war's. Aber guck mal, wir haben jetzt quasi was kombinieren können. Ja, mit der Veranstaltung, Thema Mindset, Thema Motivation, Thema Team, ja, waren ja auch viele Freunde mit dabei. Ja, man ist einfach auch in einem tollen Umfeld, ne? Also, und trifft halt einfach Leute, man trifft Freunde, ne? So, dann, wir waren ja auch unterwegs, klar, die anderen gehen dann halt eben auch einbechern, was weiß ich nicht, und feiern. Aber was ich da jetzt ausdrücken will, es ist halt so, dass das Thema Gemeinschaft, du musst nicht immer nur gucken, dass du dich irgendwo ablenkst und nach Verstreuung suchst, ja. Sondern arbeite wirklich mal auch am Wochenende, geh mal auch an einem Samstag oder Sonntag in so eine Veranstaltung. Man braucht ein gesundes Umfeld. Ja, ist so. Und man merkt, das hat man bei uns. Also einfach. Man muss auch sagen, also die Franzosen machen auf mich, das ist ja alles subjektiv, ne? Nicht, dass ich hier irgendwie was verallgemeinern will, machen hier oftmals einen unfreundlichen Eindruck. Aber ich muss sagen, wieder, wie es halt eben so ist bei dieser Forever-Veranstaltung, die Franzosen, die halt eben mehrheitlich da waren, waren halt eben nicht unfreundlich. Ja, da sehe ich halt eben auch wieder so das Ding, wenn sich da wieder Gleichgesinnte mit einem guten Mindset, mit einem positiven Mindset zusammenhocken, wird es was Gutes. Ja. Ja? Aber nochmal zurückzukommen zur Hunami. Ich meine, man muss sich ja auch so vorstellen, wir in Deutschland meckern zwar, dass wir in Anführungszeichen nur 4 bis 6 Wochen Urlaub haben, aber es gibt durchaus Länder wie Asien zum Beispiel, Malaysia ist es in, auf jeden in Fall. In den Vereinigten Staaten hast du gar keinen. Genau, in Amerika, da hat man eben gar keinen Urlaub. Das ist unbezahlter Urlaub dann, ne? Also wenn man sich Urlaub, man kann sich natürlich Urlaub nehmen, aber man ist da unbezahlt, ne? Und das ist in Asien gang und gäbe und das ist in Amerika gang und gäbe. Und dadurch, dass Forever 2 Reisen pro Jahr schon mal kostenlos anbietet, kannst du ja schon mal 2 Geschäftsreisen machen und bekommst es ja bezahlt, ne? Also die hat ja bezahlt bekommen, dass die jetzt hierher gekommen ist nach Cannes, ne? Und ich meine, für eine Japanerin aus Japan nach Cannes zu kommen, Frankreich, ist ja so, wie wenn wir jetzt nach Tokio in Urlaub gehen würden, ne? Also wirklich, wirklich mega krass. Ja, das darf man auch nicht unterschätzen, ne? Weil, viele haben dann wirklich so das limitierte Mindset, ja, wie soll das funktionieren und was weiß ich denn. Ich dachte immer, was weiß ich denn, ja, weil es halt eben auch so ist. Dazu will ich mal einen Gedanke sagen, also, ob funktioniert es nicht. Die Frage ist die, ihr folgt, ihr, die hier seid, wer auch immer das hier hören mag, ja, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr uns schon lange kennt vielleicht. Vielleicht kennt ihr uns auch nicht so lange, aber ihr folgt uns auf jeden Fall. Wir sind seit 7 Jahren bei der Firma und ihr beobachtet es. Ihr beobachtet, wie wir arbeiten, ihr beobachtet, wo wir hinreisen, ihr beobachtet... Wie ein Duktor oben. Oha. Wo sie quasi früher Wasser transportiert. Ah. Ihr beobachtet... sieht echt cool aus. Das ist voll beeindruckend. Ihr beobachtet, wo wir in Urlaub, wie wir in Urlaub fahren, wie wir arbeiten, welche Veranstaltungen wir haben, welche Leute mit uns auf den Veranstaltungen sind, wer in unserem Team ist. Und die Frage, die einzige Frage, also die kleine Frage, die ich euch bitten möchte, euch zu stellen, ist, warum ihr noch nicht bei unserem Team seid, ist höchstwahrscheinlich ja nicht der Grund, dass ihr mit uns gesprochen habt und wir festgestellt haben, dass wir nicht zusammenpassen, sondern der Grund ist, weil ihr anzweifelt, dass das, was wir tun, funktioniert oder weil ihr anzweifelt, dass ihr das könnt, was wir machen.
Und die einzig kleine Frage, die ich euch stellen möchte, ist, dass wenn das alles auch für dich funktionieren würde, stell dir vor, das alles würde auch für dich funktionieren. Du könntest nach Cannes fahren, du könntest dir ein Team aufbauen, du könntest ortsunabhängig arbeiten. Und der einzigste Grund, warum du es nicht machst, ist, weil du es einfach nicht probierst. Also weil du einfach nicht Ja zu der Möglichkeit sagst. Das ist doch verrückt, oder? So, und meine Frage hierzu ist, jetzt wird's eng, verdammt. Meine Frage ist einfach, warum, ja, wenn du unzufrieden bist an der Stelle, wo du bist in deinem Leben, warum machst du da weiter? Ne? Weil klar, siehst du auch Menschen, ne, auf der Straße, ja, denen geht es anscheinend nicht so gut, aber warum nehmen sie es nicht in die Hand irgendwie? Klar, alle Schicksale sind unterschiedlich und was weiß ich nicht. Aber du, oder ja, der das jetzt hier sieht oder auch zuhört, warum änderst du nichts an deiner Situation? Ja, ist es dann, ich sehe es ja auch selber im engeren Umfeld. Ja, es ist immer das Ding, kann ich es? Ne? Wir haben ja immer dieselben Zweifel. Kann ich? Ist das was für mich? Ich bin kein Verkäufer, keine Verkäuferin. Ich bin dies nicht, ich bin das nicht. Das ist mir zu unsicher. Und klar, ich sage nicht, du sollst hier Vollzeit einsteigen. Guck dir das an und versuch hier mal ein bisschen was nebenbei aufzubauen. Vor allem, ne? Zu dem Thema Verkäufer. Ne? Also ich meine, natürlich muss man hier Dinge empfehlen. Empfehlen ist verkaufen. Aber man verkauft, also im Prinzip, man verkauft jede Minute, jede Sekunde. Man verkauft sich immer selbst an das Gegenüber, mit dem man gerade spricht. Man empfiehlt immer Dinge. Keine Ahnung, ihr empfiehlt einen Film, eine Serie, die Pizza, wo ihr gegessen habt. Also im Prinzip ist es das. Und da wollte ich nämlich auch nochmal drauf zurückkommen. Japaner sind ja super gesunde Menschen. Ne? Und das Ding ist, was ihr verkauft, ist Gesundheit. Und das ist auch so, so viel wert. Und auch die Honami, sie hat nicht nur geschafft, seelisch die Leute, sage ich mal, fit zu halten, sondern sie hat auch wirklich geschafft, die Leute gesünder zu machen mit den Produkten, die sie vertreibt. Und das tun wir auch. Also im Endeffekt hast du hochwertige Produkte, Nahrungsergänzungsmittel, die einfach so, so vielen Menschen oder auch jedem helfen können, das gesundheitliche Befinden zu verbessern oder einfach dafür zu sorgen, dass man gesund bleibt. Und Gesundheit ist eh das höchste Gut. Also man macht durch und durch nur Gutes. Und mit jedem einzelnen Produkt, das wir verkaufen, es gibt wirklich nicht ein Produkt, wo ich sagen würde, es ist bedenklich oder es hat nicht irgendetwas in meinem Leben verbessert. Also jedes dieser Produkte hat wirklich etwas verbessert und es kann nichts Schlechtes sein. Du hilfst den Leuten, bessere Produkte zu benutzen, dass sie gesund bleiben. Also was Besseres gibt es ja gar nicht. Und natürlich kann man dann googeln oder irgendeine andere Scheiß-Suchmaschine benutzen und Pro und Contra, vor allem Contra herausfinden und filtern. Kannst du alles machen, kannst du alle in deine Zeit verschwinden. Man muss immer ehrlich zu sein, ja, was ist mein Beweggrund, warum will ich was machen? Du kannst, keine Ahnung wie alt du bist, aber den Rest deines Lebens in dem Job verbringen, in dem du tot unglücklich bist, minimal verdienen, ja, jeden Cent zweimal umdrehen, und dich dann wundern, warum am Anfang des Monats schon wieder kein Geld da ist. Also Entschuldigung, dass diese Flagge immer vor Thomas Gesicht ist. Das ist schon in Ordnung. aber es geht irgendwie nicht anders. Weil das Rumgeheule hat halt niemandem was gebracht. Also wir sind der festen Meinung, dass man seinen Zustand ändern kann, vor allem auch das Glück selbst in die Hand nehmen kann. Ne? Ja, und dann war da noch eine andere Dame, und zwar ist die aus Moldawien. Und das ist auch mega beeindruckend. Die ist ja erst seit 2 Jahren mit dabei, also mit Forever unterwegs. Sie hat einfach 9 Kinder. Also das ist schon der Hammer. Ich weiß jetzt gar nicht mal, wie alt sie ist, aber sie hat 9 Kinder. Und ist Anwältin eigentlich in ihrem Hauptberuf gewesen und ist natürlich dann, wo sie angefangen hat, die ersten Kinder zu bekommen, schon quasi in Elternzeit gegangen und hat dann nach einer Möglichkeit gesucht, was sie tun kann während der Elternzeit, um Geld zu verdienen, und ist dann als Influencer gestartet und hat sich, hat so richtig als Influencer gearbeitet. Und wie gesagt, vor 2 Jahren ist sie dann zu Forever gekommen und die hat es einfach geschafft, innerhalb von 2 Jahren, also eigentlich innerhalb von einem Jahr,
hat sie es geschafft, unter die besten 10% der Firma, also das heißt, sie sitzt mit im Leaderboard der besten Führungskräfte weltweit, die den meisten Umsatzanteil weltweit haben, das in Moldawien wohlgemerkt. Und die hat einfach berichtet von ihrem Alltag mit 9 Kindern und indem man mit Forever arbeitet und hat einfach die Vorteile aufgezählt, warum es einfach besser ist, beziehungsweise die Kombination aus Influencer sein und mit Forever arbeiten besser ist, weil sie sagt, Influencer sein ist natürlich auch mega anstrengend, weil du bist immer abhängig von anderen. Also du bist immer abhängig von Aufträgen, die du bekommst. Also sei es jetzt Produktaufträge, die du empfehlen sollst, ne? Also Produkte, die du empfehlen sollst, dass du dafür eine Gage bekommst, sei es jetzt von Content. Also du musst ja immer abliefern, um da einfach Geld zu verdienen. Und man weiß natürlich nie, wann die Influencer-Karriere fertig ist. Das kommt natürlich auch noch mit hinzu. Und sie hat gesagt, somit hat sie sich mit Forever einfach ihr zweites Standbein, also sie hat es erstmal als zweites Standbein angefangen, zum ersten Standbein gemacht. Und ist jetzt halt nicht mehr abhängig von anderen Firmen, von externen Firmen. Und die Firmen sind natürlich auch abhängig von der wirtschaftlichen Lage. Wenn es den Firmen schlecht geht, da werden die natürlich auch nicht, also weniger Influencer beauftragen oder weniger gut bezahlen. Und es war natürlich auch mal super interessant aus ihrer Sicht, das zu sehen. Und vor allem seht ihr, dass wir wirklich Profis mit am Start haben, die gerade was das Thema Online-Marketing angeht oder Social-Media-Marketing oder Influencer-Dasein, die sich da einfach auskennen und beraten können, wo man wirklich, ihr könnt ja mal googeln, richtigen Heidengeld bezahlt für so einen Social-Media-Kurs, wenn man den bei einem Coach oder bei einem sogenannten Coach, gibt es ja auch ganz viele, online bucht. Ne? Ganz kurz, weil man das ja schon, wenn man das schon so lange damit dabei sieht und uns auch ziemlich gut auskennt, zählt für mich halt eben auch nicht mehr die Ausrede, wenn die Dame 9 Kinder hat, ob die jetzt alle von ihr sind, das ist ja, glaube ich, eine Patchwork-Familie. Zählt halt eben auch nicht die Ausrede, ja, ich habe ja Kids. Ne? Weil sie hat es halt eben straff durchgetaktet mit ihrem Mann. Wenn sie nach Hause kommt, also sie drückt jetzt nicht ihm die Kinder, also wenn er nach Hause kommt, drückt sie ihm nicht die Kinder aufs Auge so. Aber er soll sich einmal kurz kümmern, eine Stunde, zwei. Und so hat sie das Ganze aufgezogen. Ja, ich meine, man hat ja immer irgendwo Zeit. Du bist ja auch nicht ständig das Kind ist ja nicht ständig an der Brust oder irgendwie. Sie hat quasi die Kinder nicht als Grund dagegen benutzt, sondern als Grund dafür. Genau. Nach 400 Metern im Kreisverkehr. Und ja, das war natürlich auch schon mal mega, also das zu hören und zu sehen. Und so müsst ihr euch vorstellen, sind es halt komplett Sprecher durchgetaktet, die einfach zum Thema Mindset, zum Thema Einstellung, zum Thema Business, wie arbeite ich das Business, ne? Also offline, online und so weiter, wo einfach mega gute Vorträge sind, die man da hat. Und somit, wie Doma sagt, ist man halt nicht nur im Urlaub, sondern man entwickelt eben auch seine Persönlichkeit weiter, was natürlich wirklich grandios ist. Und ich glaube, das ist es halt, also zumindest für uns irgendwo, jetzt hier on the road zu sein. Jetzt der nächste Halt ist Barcelona. Und du kannst das Ganze halt eben einfach auch unterwegs betreiben. Ja, also ich muss sagen, ich wäre jetzt, glaube ich, nie auf die Idee gekommen, an die Côte d'Azur zu fahren, wenn jetzt diese Veranstaltung nicht gewesen wäre. Nicht, weil ich jetzt, wie soll ich sagen, also ich, klar, kenne ich die Côte d'Azur und überhaupt, aber irgendwie gab es für mich nie einen Beweggrund, hierher zu fahren, weil, wie gesagt, ich eigentlich nicht so der Frankreich-Fan bin, muss aber sagen, der Trip hat dazu geführt, dass ich Frankreich doch gar nicht mal so schlecht finde. Also ich muss sagen, Paris finde ich halt echt nicht so pralle. Ich mag Paris nicht. Paris, no gut. Aber hier in Südfrankreich, muss ich sagen, ist schon sehr, sehr schön. Ja, weil es auch ziemlich stark Italien und also auch echt, irgendwo Kroatien ähnelt. Ne? Also, also wir haben jetzt hier keinen kolonialen Stil oder wie sich das hier alles schimpft. Also die Bauweise aber so. Also ja, man hat irgendwie... Der Verkehr ist crazy. Ja, also es hat wirklich dazu geführt, dass ich nochmal eine andere Sichtweise auch zum Thema Südfrankreich oder generell Frankreich habe. Ne? Also, und der rote Teppich ist jetzt nicht so besonders, das muss ich jetzt nochmal sagen. Nee. Es ist halt ein Teppich, Bratte, Alter. Aber für viele ist das halt eben so ein Ding, das bedeutet was. Das hat Prestige, das hat
weckt auch irgendwie Erinnerungen oder also schafft auch neue Erinnerungen. Ich finde es jetzt auch nicht so pralle, aber nicht aber die Autos. War es beeindruckend. Nochmal, da war ein tiffanyfarbener Lamborghini Urus. Ein Träumchen. Ja, und das Coole ist halt, wie Thomas schon gesagt hat, man will ja, oftmals sagt man ja, komm, man geht mit Freunden in Urlaub. Dann am letzten Endes macht man es doch nicht, weil man bekommt nicht zusammen Urlaub. Der eine hat dann doch kein Geld, der andere hat keine Lust. Dann klappt es irgendwie von der Organisation her nicht und. Ne? Und hier hat man aber einfach einen Grund, wo wirklich alle herkommen. Und jeder hat auch sein Hotelzimmer. Also es wird sich ja um die Unterkunft gekümmert von Forever. Und man kann halt mit... Ja, man hat da einfach Spaß und man hat auch genug Freizeit, um sich wirklich Dinge anzuschauen, Sightseeing zu betreiben. Also es ist wirklich rundum für alles gesorgt. Und für alle, die wirklich gerne reisen würden und aber nicht wissen, wie sie es bezahlen sollen. Also hier kann man sich, wie gesagt, kostenlos für die Reisen qualifizieren. Und das Schöne ist, wenn man sich qualifiziert, dann hat man auch mehr Umsatz gemacht und hat somit generell auch mehr Geld verdient. Ne? In der Regel kannst du noch eine Person deiner Wahl mitnehmen. So. Gratis. So, wo gibt es denn das sonst noch? Und die Kinder sind auch immer willkommen. Also die Kinder sind auch auf der Veranstaltung immer willkommen. Du kannst mit Baby, mit Kleinkind, mit sonst was auf die Veranstaltung kommen. Und jetzt sagt der eine oder andere, ja, es ist langweilig für Kinder. Also glaubt mir, die Kinder haben hier so viel Spaß, die tanzen hier so viel rum und Kinder sind so groß geschrieben hier. Also denen wird unter Garantie nicht langweilig werden. Yes, yes, und ich muss sagen... Die kosten auch nicht extra. Ganz kurz, und ich muss sagen, die vielen Straßen-, Autobahngebühren, Mautgebühren sind hier gut investiert, weil es ja überall schöne Zypressen gibt. Ich weiß, ich schweife immer ab, aber es sieht ganz, ganz toll aus hier in der Gegend. Also ernsthaft? Ja, das sind ja meine Eindrücke hier gerade. Live ungefiltert. One take. Ja, also ihr müsst unbedingt... Setzt euch in Verbindung mit uns. Qualifizieren. Mit euren Liebsten. Für so eine Reise. Das ist der Hammer. Genau. Und wie gesagt, stellt euch mal die Frage, was, wenn das alles für euch funktionieren würde und ihr es einfach nur nicht probiert und nicht die Chance ergreift. Und das Ding ist, man muss wirklich aufhören, in Limitationen zu denken. Und man hat hier wirklich die Chance, das Geld zu verdienen, das man möchte. Und wenn ihr sagt, ich will im Monat 10.000 Euro verdienen, dann ist es machbar. Und wenn ihr 30.000 verdienen wollt, ist auch das machbar. Wenn ihr sagt, mir reichen 400 Euro, ist auch das machbar, sogar sehr, sehr schnell. Wenn ihr sagt, nee, mir würde, was weiß ich, die 2 reichen, mein Gehalt möchte ich kompensieren, auch das ist machbar. Also das hat alles nur was mit Fleiß zu tun, wie viel Zeit man bereit ist zu investieren. Und ja, man hat einfach keine Grenzen nach oben und wie gesagt, kann auch toll auf Kosten der Firma verreisen. Yes, ich denke, so summa summarum kann man das auch so jetzt stehen lassen. Setzt euch in Verbindung, lasst gerne ein Like da. Ja, lasst uns einfach mal unverbindlich sprechen. Genau, abonniert den Channel für noch mehr Content. Genau, und dann schauen wir auch einfach, ob wir zusammenpassen, weil das ist natürlich für uns auch wichtig, dass es einfach passt. Ne, also ich möchte nicht mit jemandem arbeiten, wo das Ganze einfach vom Typ her nicht passt. Ne, das ist nicht böse gemeint, aber da ist mir meine Zeit zu schade und eure Zeit ist dafür auch zu schade. Das macht dann keinen Sinn. Aber man muss sich halt erstmal kennenlernen, um zu wissen, ob man zusammenpasst oder eben nicht. Ne? Yes, yes, ja. Ja. In diesem Sinne. Macht es gut. Bleibt mir gesund, bleibt mir stabil. Bis zum Donnerstag, bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.